Wenn wir in Wien vom Kottesch sprechen, ist primär die Rede vom Kottesch-Viertel im Bereich Währing und Döbling und in weiterer Folge vom Hietzinger Kottesch-Viertel. Wichtig ist primär zu definieren, was ist ein Kottesch in seiner ursprünglichen Form, woher kommt der Terminus und was bedeutet er. Das englische Wort Kottesch, auf gut Wienerisch, Kottesch, kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt schlicht und einfach Hütte. Gemeint sind ursprünglich kleine, einfache Häuser in ländlichen Gegenden, die von Pächtern, einfachen Bauern und Fischern mit ihren Familien bewohnt werden. Sie zeichnen sich durch eine traditionelle Bauweise mit historischen Bauelementen aus. Viele Cottages werden hauptsächlich mit Natursteinen errichtet. Typische Merkmale für das Innere eines Cottages sind niedrige Decken, freiliegende Deckenbalken und Holzfußböden. Traditionell dient ein offener Kamin als Wärmequelle. Umgeben ist das Cottage von einem Garten zur Eigenversorgung. Viele der alten Cottages sind über die Jahre renoviert und jeweils nach den neuesten Standards modernisiert worden. Frogmore Cottage im Park von Winston Castle wird zum Beispiel 2019 für 2,4 Millionen Pfund renoviert und umgebaut. Anschließend schenkt es Königin Elisabeth II. Als Hochzeitsgeschenk ihrem Enkel Harry. Eine Entwicklung, die wir in nicht ganz so krasser Form auch in Wien kennenlernen. Unsere Geschichte im Zusammenhang mit dem Kottesch-Viertel in Währing-Döbling beginnt mit der provisorischen Gemeindeordnung 1850, aufgrund derer die 34 Vorstädte innerhalb des Lienenwalds eingemeindet werden. Mit kaiserlichen Handschreiben vom 20. Dezember 1857 wird in der Folge der Abriss der Stadtbefestigung und an deren Stelle der Bau eines Boulevards angeordnet und das vorgelagerte Glacis zur Bebauung freigegeben. Die Glacis-Gründe sind ursprünglich im Besitz der Wiener Geniedirektion des Heeres. Am 14. Mai 1859 wird das Eigentum an dieser Fläche an den Stadterweiterungsfonds übertragen. Der Fonds bezieht seine Einkünfte aus der Parzellierung und dem Verkauf dieser Baugründe. Die Parzellen verbauen die neuen Privateigentümer zu Spekulationszwecken so dicht wie möglich. Einem falsch verstandenen Repräsentationsbedürfnis zuliebe erhalten diese sogenannten Zinspaläste kostspielige Fassaden, zu großdimensionierte Räume und eine luxuriöse Innenausstattung. Diese Wohnungen sind für den Durchschnitt der Wohnungssuchenden zu teuer. Die ganze Geschichte der Stadtentwicklung vom Beginn der Gründung des römischen Militärlagers Vindobona Mitte des 1. Jahrhunderts nach Christus bis 1954 erfährst du in dem Video vom Werden einer Stadt historisches Wien. Gegen die Entwicklung, wie sie sich ab 1859 abzeichnet, wenden sich die Architekten Rudolf von Eitelberger und Heinrich von Ferstel 1860 in der Schrift »Das bürgerliche Wohnhaus und das Wiener Zinshaus«, in der bereits einige Grundzüge definiert sind, die für die Errichtung der Kottesch-Anlage in Währing bestimmend sind. Als Kottesch-Viertel oder als Kottesch wird heute in Wien ein Stadtviertel in den Bezirken Währing und Döbling bezeichnet. Charakteristisch sind die vielen alten Villen und noblen Häuser sowie die ruhigen Gassen voller Bäume und Grünflächen. 1872 wird auf Initiative von Edmund Kral und Heinrich von Ferstel der Wiener Kottesch-Verein gegründet. Heinrich von Ferstel ist einer der Stararchitekten der Wiener Ringstraße. Das Video »Die Wiener Ringstraße von 1860 bis 1920, historischer Stadtspaziergang« zeichnet die Entwicklung des Prachtboulevards von den Anfängen bis zu seiner weitgehenden Fertigstellung. Bis zum Beginn des 19. Baudirektor und Chefarchitekt des Vereins ist von Beginn an bis 1894 Karl Ritter von Porkowski. Von Beginn an bis zu seinem Tod 1866 ist Heinrich von Ferstel Obmann des Vereins. Die Zielsetzung des Vereins, der Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern auf einem unverbauten Gebiet mit erschwinglichen Grundpreisen, im ehemaligen selbstständigen Vorort Währing nach dem Vorbild der britischen Gartenstädte.
Die Vereinsmitglieder haben sich gewissen Regeln zu unterwerfen, die im sogenannten Cottage-Servitut definiert und im Grundbuch eingetragen sind. Die ersten Baugründe befinden sich zwischen den heutigen Straßen Sternwartestraße, der Gymnasiumstraße, der Heinzinger Gasse und der Cottage-Gasse. Die ersten 50 Bauten in einfacher, gotisierter Form werden in den Jahren 1873 bis 1874 unter der Leitung des Architekten Karl von Borkowski, von dem auch die Parzellierungspläne stammen, errichtet und verkauft. Karl von Borkowski entwirft auch die ersten 13 Normpläne. Ab 1895, nach dem Austritt Borkowskis 1894, leitet Hermann Müller die Baukanzlei des Wiener Cottage-Vereins mehr als 20 Jahre als Direktor. Um die Jahrhundertwende steigen die Grundstückpreise. Der ursprünglich für die Mittelschicht geplante Verein lobt nunmehr reichere bis reiche Bauherren an, die a. nach mehr Raum und Komfort verlangen und b. ihren Reichtum zur Schau stellen wollen. Konkret, die Bauten werden immer größer und eleganter. Werden anfangs Villen im englischen Stil errichtet, kommen später auch der französische und der italienische Baustil dazu. Neben Ferstl und Borkowski planen nur noch weitere berühmte Architekten Villen für das Cottage. Das Areal wächst. 1961 umfasst das Cottage mehr als 84 Hektar Nettobauland in den Bezirken Währung und Döbling. Das Gebiet, das noch heute durch das Cottage-Servitut belastet ist, wird unter Einschluss angrenzender Gebiete mit adäquater Verbauung durch die Grottenbachstraße im Norden, die Universität für Bodenkultur, den Türkenschanzpark und den Sternwartepark im Westen, die Gymnasiumstraße im Osten und die Heizingergasse im Süden begrenzt. Die Bezirksgrenze innerhalb des Cottage bilden die Hasenauer Straße, Gregor-Mendel-Straße und die Peter-Jordan-Straße. Viele Prominente wohnten im Cottage. Der Schriftsteller Arthur Schnitzler, der Publizist, Journalist und Hauptbegründer des politischen Zionismus Theodor Herzl, der Schriftsteller Felix Salten, der Architekt Hubert Gessner, der Komponist Emmerich Kallmann, der Dirigent Karl Böhm, Erzherzog Otto und so weiter. Wer sich für detailliertere und ausführliche Informationen über das Cottage in Währing und Döbling interessiert, dem empfehle ich das Buch Im Cottage von Währing, Döbling, Interessante Häuser, interessante Menschen von Heidi Brunnenbauer. Das Hitzinger Cottage hat eine völlig andere Geschichte. Hier werden von Beginn an repräsentative Villen für das gehobene Bürgertum gebaut. Aber erst zur Vorgeschichte. Zu Beginn der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts erwirbt der Kaffeesieder Karl Schwender einen alten, ausgedehnten Herrschaftssitz in Hitzing im Bereich zwischen der Hitzinger Hauptstraße, der Leinzer Straße, Neue Weltgasse, Kopfgasse und Elzlergasse. In den Jahren 1861 bis 1866 betreibt Karl Schwendner auf dem Areal das Vergnügungsetablissement Neue Welt. Die Neue Welt ist ein parkartiges, aufwendig gestaltetes Areal mit Schloss, Tanzflächen, Restaurant, einem Holzbau im maurischen Stil, Kaffeehaus, englischen Garten, Feuerwerksplatz, einem Orchesterpavillon für Johann Strauss, Sohn und seine Brüder etc. Nach Schwenders Tod führt sein Sohn den Betrieb weiter, hat aber bereits mit den Folgen der Wirtschaftskrise 1873 zu kämpfen. Nach Schwender Juniors Tod 1876 muss seine Witwe Anna den Betrieb verkaufen. In der Folge kommt das Areal parzelliert an die Böhmische Bodenkreditgesellschaft. Auf 42 Parzellen ist ein Villenviertel mit modernstem Komfort geplant. 1885 geht die Böhmische Bodenkreditgesellschaft in Konkurs. Die einzelnen Parzellen werden verkauft, Aufschließungsstraßen werden angelegt und das neue Villenviertel, das Hitzinger Cottage, entsteht. Bekannte Architekten haben die Möglichkeit, sich zu verwirklichen, unter anderem
Im Bereich Ecke Neue Weltgasse, Eitelberger Gasse, wird in den Jahren von 1926 bis 1928 die Hitzinger Synagoge nach Plänen von Arthur Grünberger in Zusammenarbeit mit Adolf Jeletz gebaut. Die Synagoge wird im Zuge der Novemberpogrome 1938 durch Brandstiftung zerstört. Die Reste werden 1939 entfernt. Ein Denkmal im Bereich Neue Weltgasse 9 erinnert an die Synagoge. Kurzer Einschub zur Reflexion. Der 9. November 1938, die sogenannte Kristallnacht, ist kein zufälliges, kein spontanes Ereignis. Eine hochgradig pathologische Führungsschicht, durchdrungen von einer destruktiven Ideologie, hat über Jahre mit Hilfe einer gleichgeschalteten Presse, einem vereinnahmten Rundfunk, Fernsehen gibt es noch nicht, mit täglich destruktiver Propaganda, mit immer denselben zerstörerischen Floskeln unter der Bevölkerung ein Klima des Hasses, der Brutalität, der Entmenschlichung, der Spaltung provoziert und schlussendlich den Mob konzentriert gegen einen Teil der Bürger mobilisiert. Es ist nur mehr eine vorgekaute Meinung erlaubt. Wer sich diesem Narrativ nicht unterwirft, ist jedenfalls ein Feind, von wem und was auch immer, ein Verschwörungstheoretiker, ein Versteher von wem und was auch immer. Am Ende, wenige Jahre später, stehen wir nicht nur vor zerstörten Synagogen, das Ende um uns herum ist ein in Schutt und Asche gelegter Kontinent mit Millionen Toten, Millionen Krüppel, Traumatisierten, Vertriebenen, seelisch Gebrochenen. Und die verschütteten Menschen zu bergen. Die Bevölkerung musste selbst kräftig zupacken. Zehntausende verloren ihre Heimstätten. Für Ausgebombte, wie der Fachausdruck hieß, waren Auffangstellen eingerichtet. Es gab eine heiße Suppe, danach wurden die Obdachlosen bei Familien in noch intakten Wohnungen eingewiesen. Mehr über die Geschichte des 13. Wiener Gemeindebezirks Hitzing, über Althitzing, Ober- und Unter-Sankt-Veit, über Hacking, Speising und Leins erzähle ich dir in dem Video Hitzing – Historisches Wien. Neben den zwei großen bekannten Cottage-Vierteln in Währing-Döbling und Hitzing gibt es noch eine Reihe kleinerer Villenkolonien, die Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts entstehen und den Terminus Cottage für sich beansprucht. 1904 errichtet der 1901 gegründete erste Wiener Beamtenbauverein eine als Beamtencottage bezeichnete Siedlung. Die Siedlung besteht aus 19 großzügig angelegten Einfamilienhäusern für höhere Beamte. Die Immobilien werden an einem neu errichteten U-förmigen Straßenzug in völlig freier Lage am Roten Berg errichtet. Ab 1913 heißt die Siedlung Leinzer Cottage, ab 1947 heißt die Anlage in der Hagenau. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts etabliert sich um das Kaffeehaus zur Hohen Warte, heute Hohe Warte 7, eine vornehme Villensiedlung. Als Ausflugsziel und sommerfrische Aufenthalt bekannt, lockt die Hohe Warte mit ihrer vorteilhaften Lage an der Peripherie des städtischen Zentrums und ihrer Nähe zum Wienerwald. Diese Vorteile ziehen sowohl wohlhabende Bauherren wie bedeutende Architekten der Zeit an. Auf dem höchsten Punkt der Hohen Warte im Bereich Wollergasse, Steinfeldgasse, entsteht um 1900 eine von Josef Hoffmann konzipierte Siedlung, in der namhafte Kulturschaffende, darunter Gustav Mahler, Karl Moll Kolo Moser Franz Werfel und Alma Mahler-Werfel gewohnt haben. Architekten wie Theophil Hansen und Wilhelm Stiassny sind hier ebenso tätig wie das bekannte Architektenduo Ferdinand Fellner Junior und Hermann Helmer. Prater Cottage ist eine Bezeichnung für ein einst großbürgerliches Wohngebiet in der Leopoldstadt. In dem zwischen der Hauptallee des Praters und dem Donaukanal gelegenen ehemaligen Augebiet entsteht von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an repräsentativen Villen, Vermögen der Bürger und Sportclubs. Das Prater Cottage besitzt keine offizielle Begrenzung. Im Video Prater Historisches Wien
ist die ganze Geschichte des Wiener Praters in erzählerischer Form zusammengefasst. 1885 wird das Valerie-Cottage in Hetzendorf geplant, benannt nach der Tochter von Kaiser Franz Josef I., Marie Valerie. Die Villensiedlung liegt zwischen dem Hetzendorfer Schlosspark und der Südbahn entlang der Kaulbachstraße. Wenn du das Video bis hierher angesehen hast, abschließend noch ein Schmankerl. Die Diplomarbeit von Astrid Göttche, Wiener Villengärten zwischen Historismus und Moderne.